der Tagesordnungspunkte 21 und 22 gemeinsam. Ich würde zunächst bitten, die beiden Einreicher, zum einen FDP, Freie Bürgerfraktion und dann Einreicher CDU-Fraktion, ihre Anträge vielleicht einzubringen. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Wir könnten vielleicht beginnen, wenn Sie einverstanden sind, mit dem Vorsitzenden Integrations- und Ausländerbeirates und dann eben die Fraktionsrunde. FDP-Fraktion, Herr Getschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir ganz kurz, unseren Antrag einzubringen und dann gleich auch die Möglichkeit, weil wir ja die beiden Anträge zusammen behandeln, meine allgemeine Rede zu beiden Anträgen vorzuführen. Wir als FDP, Freie Bürgerfraktion, Sie haben es ja vor sich liegen, wollen den Oberbürgermeister beauftragen, sich bei der Staatsregierung stark zu machen, dass die Kosten zur Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber vom Freistaat eingefordert werden, ist in der Beratung im Antrag der Union so ein bisschen teilweise mit eingeflossen, deswegen aber unserer ist auch in der Begründung sehr ausführlich zu dem ganzen Thema und deswegen wollen wir den natürlich auch noch mal gerade als deutliches Zeichen auch an die Staatsregierung selbstverständlich einbringen. Gestatten Sie mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotzdem ein paar Worte zu der Entwicklung seit den letzten 8, 9 Monaten, seit wir, ich sage mal, sehr emotional im Dezember die letzte Vorlage beschlossen haben. Herr Oberbürgermeister hat jetzt schon zweimal bei seinen Reden kurz nach der Wahl und dann bei der Sondersitzung im Stadtrat angezeigt, dass Dresden eine Vorzeigestadt zum Thema Asyl werden soll. Ich glaube, dort können wir alle ihm nur unterstützen, aber ich glaube, es reicht nicht nur, dass wir ihn unterstützen, sondern wir brauchen dort eben auch die Unterstützung der Bevölkerung. Ohne die Bevölkerung werden wir dieses Thema nicht schaffen. Und wenn wir das schaffen wollen, muss man den Bürger auch als mündigen Bürger erkennen und diesen auch mit Informationen, mit Themen befüttern und gleichzeitig auch bereit sein, seine Anregungen, seine Anmerkungen aufzunehmen und diese sachlich ruhig zu diskutieren. In den letzten 8 Monaten war es eigentlich so, wir hatten immer schwarz und weiß und die ganzen Graustufen da drin haben wir übergesehen. Es gibt viele Leute hier in der Stadt, die, oder ich kenne kaum einen, das ist das Hauptthema, was die Dresdner, die sächsische, die deutsche Bevölkerung im Moment beschäftigt. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, die Entwicklung der letzten 8 Monate müsste uns eigentlich als Demokraten alle Angst machen lassen, dass das Projekt Europa eigentlich scheitert, dass Deutschland die Einzigen sind, die das Thema Asyl bewältigen sollen und die anderen Länder in Europa Deutschland eigentlich im Regen stehen lassen. Aber gestatten Sie mir, meine Anmerkung, die Anmerkung meiner Fraktion, vielleicht, wie kann man auf den Weg zum Thema Vorzeige als Stadt Asyl vielleicht ein Stück vorankommen? Gestatten Sie mir, das vielleicht an einigen Beispielen Ihnen näher zu bringen. Wir hatten im Dezember oder vor der Entscheidung im Dezember verschiedene Bürgerversammlungen, Bürgergespräche. Dort sind Bürger auf uns zugekommen. Und dort ist es eben dann so gewesen, dass Bürger, viele können sich noch an den Standort Prinz Eugen erinnern, Herr Avenario, Sie wissen, Sie wohnen dort in der Gegend. Dort haben die Bürger dann im Ortsbeirat gesagt, haben Ausweichstandorte ins Gespräch gebracht, die geprüft werden sollten. Dort war als Standort ins Gespräch gebracht worden der Standort der Behindertenwerkstatt in Tschirn. Dort wurde den Bürgern damals gesagt, das geht nie, Hochwasserschutz. Heute sollen die Bürger ohne Information den Alt-Tolkewitzer Hof schlocken, der beim Hochwasser viel größer betroffen ist. Wo will man da Verständigung erzeugen? Das Gleiche ist, dass man das Gefühl hat in der Stadt Dresden, dass gewisse Leute im Rat, in der Verwaltung, in den Behörden nicht mehr ehrlich miteinander reden. Das kriegt man, wenn man so ein bisschen derjenige ist, der ein bisschen kritisch hinterfragt, kriegt man Informationen zugeschoben und sagt, frag mal dort an. Und ich bin jemand, der zu dem Thema sehr, sehr intensiv anfragt. Und dann wird eben gesagt, Heidenauer Straße soll am 30.09. belegt werden. Am 28. ist jetzt schon eine
Tag der offenen Tür geplant. Das ist alles gut, dass so ein Tag der offenen Tür kommt, aber dann frage ich, warum nehmen wir die Bürger nicht mit? Warum informieren wir sie nicht mit einem Bürgerbrief, wo man vielleicht Bedenken mit reinbringen kann? Herr Feuerhahn, Sie haben vor uns auf eine Anfrage hier aus dem Rat gesagt, wird dort einen 24-Stunden-Dienst, Sicherheitsdienst geben. Das ist schon eine Erweiterung der Information, als die wir damals im Dezember, Dr. Luna, die wir im Dezember gemacht haben. Damals ging es von Montag bis Freitag. Es ist ja schon eine Information, wo die Bürger erfahren, es ist weitergedacht worden. Aber wir nehmen die Bürger nicht mit und brauchen uns dann nicht wundern, wenn Unsicherheit und Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst. Und das sind nicht nur die normalen Bürger. Wie gesagt, Informationen kriegt man aus der Verwaltung zugesteckt, als von der Polizei zugesteckt. Und wenn man dann mal nachfragt, ist es bekannt, also diese Information jetzt von der Heidenauer Straße wurde mir selber dann von der Verwaltung bestätigt, dass es so ist. Und das ist 4 Wochen bekannt und die Dresdner werden mit diesen Informationen im Dunkeln gelassen. Gestatten Sie mir noch zum Abschluss, weil meine Redezeit gleich zu Ende ist, 2 Ergänzungen, eine Änderung und eine Ergänzung zum der Beschlussvorlage, also zu dieser, die dann im Ausschuss beschlossen wird, Punkt 6. Dort möchten wir gerne, dort steht dann drin eine Bürgerversammlung, dort wollen wir gerne in Punkt 6 die absehbaren Herausforderungen und entsprechenden Lösungsvorschläge sind auf Bürgerversammlungen in den Ortsteilen und Ortschaften vorzustellen. Hier ist besonders auf die Einrichtung der jeweiligen Gebiete einzugehen. Auch da muss ich immer wieder sagen, wir haben einen Bürgerhaushalt vorgestellt, da sind 6 Leute teilweise zur Versammlung gegangen, da sind wir durchs ganze Stadtgebiet getingelt und hier haben wir so ein Problem, was ganz Deutschland bewältigt und dort wollen wir eine Veranstaltung für das ganze Stadtgebiet machen. Deswegen die kurze Begründung. Und den Punkt 7, den wir noch zu der Beschlussvorlage dazu haben wollen, ist bei der Verteilung der Asylsuchenden ist im Stadtgebiet Dresden nach Möglichkeit auf Kleinteiligkeit und die Ausgewogenheit über alle Ortsteile und Ortschaften auszugehen. Hierzu sollen Einwohnerzahlen als Maßstab des Schlüssels zur Aufteilung zählen. Viele von Ihnen haben ja mitgekriegt, die Bundeskanzlerin war jetzt in Duisburg-Maxloh. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann in Dresden auch Gebiete haben, wo wir symbolträchtig dann Politiker hinschicken. Ich glaube, dass Dresden in der Lage sein muss, in allen Gegenden Asylsuchende aufzunehmen. Und aus dem Grund lassen Sie uns das beschließen. Damit, denke ich mal, können wir ein Zeichen auch an die Bevölkerung setzen. Dankeschön. Ich hätte dann gerne den Änderungsantrag, wenn es möglich ist, noch schriftlich. Das macht es bei der Abstimmung leichter. Wir kommen jetzt zum Vorstellung des zweiten Antrags, CDU-Fraktion, Frau Walter. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Bevor ich zu meinem eigentlichen Vortrag komme, kurz noch ein Wort zu dem, was Herr Genschmer heute vorgetragen hat. Also wir hatten uns in der Vergangenheit schon bei den Beschlüssen, die wir im Dezember 2014 getroffen haben, über die Notwendigkeit und die Wichtigkeit einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung unterhalten. Und wir haben da interfraktionell deutliche Zeichen gesetzt an die Verwaltung, dass wir uns das auch künftig wünschen, dass wir frühzeitig eingebunden werden. Und ich war erschrocken, dass sich diesen Sommer eben wieder die Planung des Geschäftsbereichs Soziales über die Objektprüfung aus der Morgenpost erfahren musste. Nun zu meinem eigentlichen Vortrag. Im Sommer diesen Jahres überschlugen sich die Bilder wachsender Menschenströme an den EU-Außengrenzen in unseren Medien. Die Einreisezahlen von Asylbewerbern und Flüchtlingen haben erneut die bereits hohen Prognosen übertroffen. Die große Zahl der in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften des Freistaates untergebrachten Personen werden in den nächsten Wochen auf die Kommunen verteilt. Auch wenn die Landesregierung derzeit höchste Anstrengungen unternimmt, die Erstaufnahmezentren auszubauen und darauf drängt, die Außenstellen des BAMF auch in Dresden und in Leipzig zur schnelleren Bearbeitung der Anträge einzurichten, können wir die Augen vor der Realität nicht verschließen und müssen innerhalb kürzester Zeit menschenwürdige und den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Unterkünfte für weitere 2.500 bis 3.000 Menschen in den nächsten 4 Monaten schaffen. Nicht unbeachtet bleiben dürfen dabei die zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen, die Bündelung logistischer Vorgänge
und angesichts der angespannten Haushaltslage auch der verantwortungsbewusste Umgang mit den vorhandenen finanziellen Mitteln. Es ist deutlich absehbar, dass die derzeitigen und die im Dezember 2014 beschlossenen Unterbringungskapazitäten nicht ausreichen werden. Wir wollen zwingend vermeiden, dass zum Beispiel Schulturnhallen zu Notunterkünften werden, wie dies in anderen Kommunen bereits passiert ist. Aus diesem Grund beantragen wir hier unverzüglich Vorsorge zu treffen, geeignete Unterkünfte zu suchen, auch über die im Dezember 2014 fixierte Größe von maximal 65 Personen hinaus. Unser Antrag bildete die Grundlage für ein interfraktionelles Gespräch der sozialpolitischen Sprecher, um möglichst eine breite und von allen Fraktionen gemeinsam tragbare Lösung zu finden. Das Ergebnis dieses Gespräches mündete in der Ihnen heute vorliegenden Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften, welcher einstimmig von allen Fraktionen zugestimmt wurde. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Insbesondere bedanke ich mich aber bei den sozialpolitischen Sprechern der anderen Fraktionen für die sehr konstruktive und lösungsorientierte Gesprächsführung, und wir werden diese hoffentlich auch in weiteren Gesprächen fortführen. Denn nach der Klärung der dringlichsten aktuellen Frage, nämlich der nach dem Dach über dem Kopf für die ankommenden Menschen, haben wir die Gestaltungsfragen des Zusammenlebens innerhalb und außerhalb der Unterkünfte zu lösen. Vielen Dank. So, als Nächsten darf ich als Redner nach vorne bitten, Herrn China als Vorsitzenden Integrations- und Ausländerbeirat. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilbert, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, werte Anwesende. Ich finde es grundsätzlich gut, dass hier eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vorliegt, die einstimmig von allen Fraktionen des Stadtrates getragen bzw. unterstützt wird. Dieses ist gerade in dem wichtigen Thema Asyl und menschenwürdiger Unterbringung von Flüchtlingen von besonderer politischer Bedeutung. Daher kann ich den 6 genannten Beschlusspunkten überwiegend zustimmen. Mir ist es jedoch wichtig, heute zu Ihnen zu sprechen, weil der Beschlusspunkt 2, Antragsnummer A0119 aus 15, folgende Formulierung enthält. Der letzte Satz: In Anbetracht der aktuellen Situation auch über die Kapazitätsgrenze von 65 Plätzen je Einheit Gemeinschaftsunterkunft hinaus geschaffen werden. Wie wir alle wissen, dass so große Gemeinschaftsunterkünfte mit mehr als 65 Plätzen das Konfliktpotenzial zwischen den Bewohnern fördert. Viele Flüchtlinge sind durch die Flucht und die schlimmen Erlebnisse im Heimatland traumatisiert, sogar auch stark traumatisiert. Zudem fördern die meist lang andauernden Asylverfahren Unsicherheitsgefühle. Dies trägt zusätzlich dazu bei, dass sich das Konfliktpotenzial in Gemeinschaftsunterkünften erhöht. Daher ist es eine große Errungenschaft, dass sich Dresden mit dem Fahrplan Asyl und dem Integrationskonzept deutlich von der Schaffung von kleineren Gemeinschaftsunterkünften bis zu 65 Plätzen bekannt hat. Unter Berücksichtigung des Asylverfahrens, durch welches sehr viele Flüchtlinge der Stadt Dresden zugewiesen und auch untergebracht werden, kann ich nachvollziehen, dass es nahe liegt, die Platzzahl je Gemeinschaftsunterkunft zu erhöhen. Jedoch sollte es eine maßvoll gewählte Obergrenze geben, zum Beispiel je Gemeinschaftsunterkunft in Höhe von maximal 80 Plätzen, um auch das Konfliktpotenzial mit Anwohnerschaft in Stadtteilen zu begrenzen und den sozialen Frieden zu erhalten. Bis zu dieser Grenze sind meiner Meinung nach Gemeinschaftsunterkünfte gut mit bürgerschaftlichem Engagement, ehrenamtliches Engagement von Willkommensinitiativen unterstützbar. Auch schlage ich vor, diese Erhöhung der Kapazitätsgrenze zeitlich zu befristen, das heißt auf 3 Jahre, 2 Jahre wäre noch besser, um
dann wieder zu prüfen, ob wir zu der alten Regelung von 65 Plätzen zurückkehren können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, gemeinsam mit Integrations- und Ausländerbeauftragten der Stadt Dresden einen verantwortungsbewussten Beschluss für die menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen zu treffen. Es sind Menschen. Dankeschön. So, jetzt liegt mir noch ein Ersetzungsantrag zur Top 22 vor, Herrn Krien, den bitte ich einzubringen, und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Beginnt die Fraktion Die Linke. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, ich bringe einen Ersetzungsantrag ein für alle, die am Livestream oder am Fernseher den nicht vor sich haben. Kurz der Inhalt: Der Oberbürgermeister möge sich vorrangig für die Sicherheit Dresdner Bevölkerung einsetzen, er möge Fakten über die Asylanten veröffentlichen und er möge Anreizen entgegenwirken, die weitere Zuzüge anlocken. Wir sind in unserem Staat in einem Zustand angekommen, der Gefahr für Leib und Leben bedeutet. Wir sind an einem Punkt, an dem es um die Stabilität der Gesellschaft geht. Die Schlägerei, die Sie in der Zeitung oder im Internet lesen können, setzt sich als größtenteils bekannt voraus. Und von daher zähle ich sie nur kurz auf. In Suhl wird versucht, eine Baracke, in der sich Polizisten in Unterzahl verschanzt haben, anzuzünden durch die Insassen des Asylantenheimes. Ein Gutmensch im Wohnungsumfeld des Suhler Heimes zeigt sich im Fernsehen völlig unverstanden. Ich habe doch vor 4 Wochen hier noch Spenden hingebracht und jetzt haben die mir 5.000 Euro Schaden an meinem Auto gemacht. Massenschlägereien im Dresdner Zeltcamp, der neuerliche Mord in Delitzsch, die Massenschlägerei ausgelöst durch eine Drängelei in der Essensschlange, im Lager, am Praktikermarkt in Heidenau, am Montag. Und der jüngste Fall, die tote Frau im Asylantenheim in Wiesbaden, wurde gestern Abend bekannt. Der lächerliche Abgang von Herrn Ulbich in Heidenau. Und wenn man sich das Video anschaut, dann weiß man, dass eine farbige Frau die Wortführerin der Angreifer war. Formen von Gewalt, wie man sie sich noch vor kurzer Zeit nicht hätte vorstellen können. Die Menschen haben Angst und die Angst ist berechtigt. Sie gehen auf die Straße und wollen ihre Angst Luft machen und sie hoffen, dass sie gehört werden. Und was passiert? Statt die berechtigten Anliegen ernst zu nehmen, werden sie als Nazis beschimpft und die Piraten schlagen vor, mit Panzern gegen die Protestierer vorzugehen. Ja, das ist echt. Den Fall gibt es. Eine Frau, die von den schwarzen Neuankömmlingen angetatscht wird und die sich dagegen verwahrt, die wird mit dem ersten Wort beleidigt, was die Asylanten hier wohl zu lernen scheinen. Du Rassist. Eine Frau, die sich dagegen wehrt, dass sie angekrapscht wird. Wir steuern auf einen anarchischen Zustand zu. Stillstand der Rechtspflege heißt das wohl im Juristendeutsch. Alles, was unter der Schwelle von Brandstiftung, Mord und Totschlag ist, scheint nicht mehr verfolgt zu werden. 3 Fälle sind bekannt geworden, wo Gruppen oder Familien aus dem Dresdner Camp entfernt werden mussten, weil sie sich von anderen Flüchtlingen gewalttätig bedrängt wurden. Meine Damen und Herren, wo gibt es denn das? Dass das Opfer flüchten muss, doch nur dort, wo der Arm der staatlichen Gewalt nicht mehr hinreicht. Die Bürger unserer Stadt haben einen berechtigten Anspruch, vor Krawallen und Übergriffen geschützt zu werden. Und diesen Anspruch, den haben auch Frauen, auch Mädchen, auch Kinder und auch abends und im morgendlichen Weg, wenn es wieder dunkel wird, zur Schule. Auch oder gerade die Besserverdienten in ihren Häuschen. Und auch die mit den etwas größeren und neueren Autos, die werden es zu spüren bekommen. Dort wird es die ständigen Einbrüche geben, dort ist etwas zu holen, dort ist etwas zu zerstören. Und es reicht der geringste Anlass, um Krawalle wie in den Banlieues von Paris oder Ferguson in den USA ausbrechen zu lassen. Mit einem Unterschied: Wir haben keine Nationalgarde, die man mal schnell geholt und die Ruhe schafft. In Suhl meinte ein Sanitäter, wenn es in dieser Nacht noch einen großen Unfall auf der Autobahn gegeben hätte, wir hätten nicht helfen können, wir wären nicht in der Lage gewesen, die Ressourcen waren erschöpft. Und dann lassen Sie sowas mal jemanden steuern und gleichzeitig in 10 Dresdner Heimen Randale ausbrechen. Wir haben in so einem Fall nicht die Spur einer Chance, es in den Griff zu kriegen. Herr Oberbürgermeister, der Tenor des Antrages lautet, um das noch einmal zusammenzufassen: Kümmern Sie sich bitte vorrangig um die Bürger unserer Stadt, bevor Sie Kapazitäten der Verwaltung für die Ankömmlinge einsetzen.
Sagen Sie den Dresdner Bürgern die Wahrheit über das, was hinter den Kulissen passiert, hinter den zugehängten Zugängen und Umgrenzungen der Quartiere. Wer heute Mittag noch 2 Stunden vor Beginn der Sitzung die MDR-Meldung gelesen hat, weiß, dass das Wort Asylbetrüger eine ganz neue Qualität bekommen hat. Kistenweise sind syrische Pässe beschlagnahmt worden vom Zoll, weil man gemerkt hat, wenn man sagt, ich bin Syrer und irgendeinen Pass hier hochhält, teilweise gefälschte, teilweise sogar echte in Syrien gedruckte Pässe, dann kommt man schneller an ein Asylticket. Und Herr Oberbürgermeister, schaffen Sie alle Anreize ab für noch weitere Anreisen. Unbequemste, gerade noch zulässige Unterbringung. Danke. Wir steigen jetzt ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke, Frau Bakko. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wir erleben seit Monaten völlig chaotische Zustände. Die Zeltstadt der Landesdirektion in der Bremer Straße ist für die dort lebenden Menschen eine Zumutung. Nach Medienberichten werden hier noch nicht mal die Mindestanforderungen, wie zum Beispiel des Brandschutzes, eingehalten. Die Asylpolitik der Landesregierung, speziell des zuständigen Innenministeriums, ist eine reinste Katastrophe. Was die Unterbringung und Betreuung in Dresden betrifft, wirkt sich diese Untätigkeit des Innenministeriums direkt aus. Erst im letzten Moment kommen die genauen Angaben über die Anzahl von Asylsuchenden, die Dresden zugewiesen werden. Die Busse treffen regelmäßig erst am späten Nachmittag ein, nach Dienstschluss der Mitarbeitenden im Sozialamt und Sozialbetreuerinnen und Betreuer der freien Träger. Das macht eine angemessene Planung und Betreuung kaum möglich. Die Prognosen der Landesregierung ändern sich wöchentlich. Und die Kommunen werden hingehalten mit immer neu anberaumten Gesprächsterminen. Klarheit über die Aufteilung der Kosten oder eine langfristige Planungsmöglichkeit haben diese noch immer nicht gebracht. Seit Monaten. Und dieses Chaos macht aus einer handelbaren Aufgabe ein Problem. Die Belastung all jener, die mit der Unterbringung der Menschen sowie deren Betreuung haupt- oder ehrenamtlich arbeiten, sind sehr hoch. Und das ist ein selbstgemachtes Problem. Wenn Klarheit und langfristige Planung bestehen würden, könnte man diese Extrembelastungen verhindern und den Asylsuchenden, denn um die geht es hier, aber auch den Mitarbeitenden vieles erleichtern und eine würdige Unterbringung und ein würdiges Ankommen ermöglichen. Denn ich möchte hier ganz klar sagen, das Problem sind nicht die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Das Problem ist eine Landespolitik, die völlig versagt hat und die fremdenfeindliche Stimmung einiger Dresdnerinnen und Dresdner. Das reicht vom Pöbeleien auf der Straße und im Stadtrat, über fremdenfeindliche Demonstrationen vor Unterkünften, Schmierereien an den Einrichtungen, offene Anfeindungen in den sozialen Medien. Menschen kommen hierher und suchen Schutz und Sicherheit, erleben aber viel zu häufig Anfeindungen und Vorurteile. Die pogromartigen Stimmungen in Heidenau, die Krawalle in Freital, aber auch die rechten Demonstrationen und Angriffe auf das Zeltlager in Dresden sind hier nur die schlimmsten Beispiele. Gegen diese aggressive Stimmung müssen wir als Stadtpolitik etwas tun. Auf kommunaler Ebene bedeutet das zuallererst, die Zustände für die Asylsuchenden zu verbessern, die Menschen in der Stadt einzubeziehen, das herausragende ehrenamtliche Engagement der vielen Helferinnen und Helfer zu würdigen und ganz klar Position zu beziehen gegen Fremdenfeindlichkeit und Hetze. Und dazu gehört auch klarzustellen, dass die Stadt Dresden mit der Aufnahme von 4.000 bis 5.000 Asylsuchenden nicht am Rande des Zusammenbruchs steht. Herr Hilbert, Sie hatten es vorhin in Ihrer Rede bereits erwähnt, wir reden hier von einem Anteil von weniger als 1% der Dresdner Bevölkerung. Also lassen Sie uns auch das Thema nicht größer aufbauschen, als es tatsächlich ist. Das Einzige, was wir brauchen, ist Planbarkeit und eine verlässliche Zusage der Landes- und Bundesregierung zur Finanzierung. Für uns als Stadt Dresden muss als oberste Devise gelten, Asylsuchende, die nach Dresden kommen, müssen in ordentlichen Wohnungen und Einrichtungen einziehen können, in das Stadtleben integriert werden, alle grundlegenden Voraussetzungen, wie zum Beispiel medizinische Versorgung, die Möglichkeit, Sprachkurse zu belegen
und in der Stadt willkommen zu sein, selbstverständlich erhalten. In dem interfraktionellen Antrag geben wir den Auftrag, Unterkünfte auch über einer Kapazitätsgrenze von 65 Personen zu prüfen. Für die Linke, das war bei uns auch eine lange Diskussion, gilt dennoch nach wie vor als oberste Priorität, kleine und dezentrale Unterkünfte bereitzustellen. Allerdings befinden wir uns derzeit in einer Ausnahmesituation. Daher stellt der Antrag klar, dass nur jetzt in dieser derzeitigen Ausnahmesituation auch größere Unterkünfte zu prüfen sind. Aber fest steht, dass das keine Dauerlösung sein darf und sein wird. Aufgrund dieser beschriebenen desaströsen Landespolitik müssen wir jetzt alles prüfen, um Turnhallen und Zelte zu verhindern. In der interfraktionellen Beratung haben wir deswegen aber auch deutlich gemacht, und da waren sich auch alle einig, dass sich diese Aufweichung unseres Beschlusses vom Dezember letzten Jahres um eine Ausnahme handelt. Ich begrüße es, dass die CDU bereit ist, gemeinsam mit den Linken, den Grünen und der SPD Verantwortung für die kommunale Asylpolitik mitzutragen. Und Herr Hilbert, ich nehme Sie beim Wort. Vor 3 Wochen sagten Sie in Ihrer Rede im Stadtrat, die Menschen in Not müssen uns das wert sein. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Thema, das diese Stadt so bewegt, ist die größte Herausforderung an diesen Stadtrat, oder da ist die größte Herausforderung an diesen Stadtrat, Stärke zu zeigen. Gerade in einer Frage, wo es um die Schwächsten geht. Und Stärke zu zeigen heißt, aufeinander zuzugehen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, gemeinsam übrigens auch mit der Verwaltung, der ich ausdrücklich mal bescheinigen möchte, dass dort nicht kollektives Versagen auf breitester Strecke ist. Nämlich das Problem, was hier zu handeln ist, ist schon auch eine Herausforderung, die, das wissen wir aus den Beratungen im Sozialausschuss, jeden Tag diese Verwaltung vor neue Herausforderungen stellt. Wenn es jetzt gelungen ist, mit dem Ausdruck, dass wir im Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften eben einen einstimmigen Beschluss herbeigeführt haben, wirklich einen Kompromiss in dieser Frage aus dem CDU-Antrag, wenn man so will, zu formulieren, so ist das ein Wert in sich. Und ich bitte jeden, sich Gedanken darüber zu machen, ob man einen solchen Kompromiss hier wieder aufschnürt. Deshalb war ich ein bisschen erstaunt über den Änderungsantrag der FDP. Zwischendurch haben wir mal jetzt gerade miteinander gesprochen. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir diese Linie, die wir im Finanzausschuss auch an den Tag gelegt haben, auch hier im Stadtrat an den Tag legen, weil ich glaube, das ist ein starkes Signal. Das Signal, dass wir uns in dieser Frage einig sind in den Maßnahmen, was nicht heißt, dass wir in jedem einzelnen Punkt einer Meinung sind. Das mag dann so sein. Das ist übrigens der Charakter von Kompromissen. Dass man am Ende ja auch mit den Argumenten des anderen umgehen muss. Und natürlich ist es klar, dass in der Frage des Aufweichens, so empfinden es manche, des Aufweichens dieser 65er-Grenze natürlich schon auch eine Herausforderung steckt. Aber ich sage mal ganz klar, die Überschrift dieses Antrages ist Notfallplanung. Und in Notfällen, die im Übrigen automatisch befristet sind, das heißt, von daher wäre es fast etwas albern, eine Befristung in diesen hineinzuschreiben, weil wir schon davon ausgehen, dass, egal wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln, wir so etwas Ähnliches wie Planung irgendwann mal hineinkriegen, weil die jetzige Situation, glaube ich, für alle Beteiligten ziemlich unzumutbar ist. Deshalb gehen wir natürlich davon aus, und das steht eigentlich auch genauso drin in diesem Antrag, dass ein über die jetzige Regelung hinausgehende Größenordnung für Flüchtlingsunterkünfte für uns eben ein Notfall ist, dem wir uns aber stellen müssen, weil, das sage ich auch ganz offen, ich möchte nicht die Situation haben, dass wir am Ende nur deshalb, weil wir diese Zahl so wichtig finden, am Ende des Jahres die Sporthallen und andere Stätten dieser Stadt quasi nur im Grunde genommen benötigen, um Flüchtlinge unterzubringen. Ja, es muss jetzt in der Situation etwas getan werden, aber klar muss auch sein,
dass unser Dresdner Konzept der dezentralen Unterbringung in der Vergangenheit, sowohl was eventuelle Konflikte angeht, aber auch was die zentrale Lebenssituation der Menschen angeht, Modellcharakter hat, eine gute Lösung war. Und niemand, der ernsthaft auch sich mit der Stimmung in dieser Stadt beschäftigt, kann wollen, dass wir dauerhaft zu Situationen kommen, dass größere Einheiten, größere Unterkünfte hier geschaffen werden. Deshalb, es ist eine zeitliche Befristung, der müssen wir uns meines Erachtens angesichts der Situation stellen. Und ich bitte einfach darum, dass wir in dieser Frage unsere Stärke als Stadtrat mit den Schwächsten, die zu uns kommen, dadurch beweisen, dass wir heute einmal eine breite Zustimmung aller Fraktionen zu diesem Antrag hinbekommen. Dazu möchte ich Sie auffordern, darum möchte ich Sie bitten und ich hoffe, es gelingt uns. Dankeschön. Als nächstes SPD-Fraktion, Herr Dries. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn möchte ich mich dem Dank an alle Verhandlungsbeteiligten anschließen, den Frau Walter auch schon geäußert hat, für den sehr konstruktiven Dialog, den wir da unter den sozialpolitischen Sprecherinnen und Sprechern geführt haben und auch dafür, dass wir einen tragbaren Kompromiss gefunden haben. Es ist ein Kompromiss für alle Seiten, denke ich, aber es ist ein tragbarer Kompromiss, den auch die SPD-Fraktion in dieser Form mittragen kann. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr wichtiges und notwendiges Zeichen, dass wir bei diesem Thema, wo es um nichts weniger geht als die menschenwürdige Unterbringung von Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind vor Krieg und Gewalt, dass wir hier eine breite Basis, eine breite Mehrheit im Stadtrat haben, um diesen Beschluss auf eine breite Basis zu stellen. Zum Antrag selbst. Wir ebnen damit den Weg für eine Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten ohne Scheuklappen. Wir haben klar formuliert, wir wollen weiterhin Wohnungen und auch dezentrale Unterbringung akquirieren, um Asylsuchende in Dresden unterzubringen, aber wir wollen auch weitere Übergangswohnheime suchen und wenn es notwendig ist, über die 65 Platzgrenze, die wir im Moment haben, auch hinaus. Denn eines ist, glaube ich, hier im Raum Konsens, niemand von uns will eine Unterbringung von Asylsuchenden in Zelten oder Turnhallen und das gilt es zu verhindern, dementsprechend gegebenenfalls auch mit Übergangswohnheimen über die 65 Plätze hinaus. Betonen möchte ich aber, dass in diesem Antrag klar formuliert ist, dass das eine Suche ist. Das bedeutet nicht, dass wir jedes Übergangswohnheim, was mehr als 65 Plätze beinhalten kann, auch tatsächlich beschließen werden. Und in diesem Antrag ist auch ganz klar formuliert, dass die Einrichtung neuer Übergangswohnheime der Zustimmung des Stadtrates bedarf. Denn eines darf uns trotz der Situation, vor der wir gerade stehen, nicht passieren, nämlich eine Absenkung der Qualitätsstandards bei der Unterbringung von Asylsuchenden in der Landeshauptstadt Dresden. Und ja, auch für die SPD-Fraktion ist die Frage von dezentraler Unterbringung und von kleinen Übergangswohnheimen eine Frage von Qualität der Unterbringung. Und auch dort gilt für uns, die Übergangswohnheime, die wir zukünftig einrichten, müssen so klein wie möglich sein, aber so groß wie nötig, um alle ankommenden Asylsuchenden unterzubringen. Selbstverständlich werden wir es bei der Frage der Unterbringung nicht belassen können. Die Unterbringung von Asylsuchenden kann nur der allererste Schritt sein. Wir müssen uns darüber hinaus natürlich auch über die Qualität der Betreuung unterhalten. Wir müssen uns auch in den nächsten Wochen und Monaten darüber unterhalten, ist ein Betreuungsschlüssel von 1 zu 100 bei der sozialen Betreuung wirklich ausreichend? Oder müssen wir nicht auch dort nachbessern, müssen wir nicht auch dort zusätzliches Geld in die Hand nehmen, um tatsächlich den Asylsuchenden zu helfen? Wir brauchen mehr Deutschkurse, wir brauchen mehr Arbeitsgelegenheiten. Der Oberbürgermeister hat das in seiner Rede heute schon angesprochen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Asylsuchenden, die zu uns in die Stadt kommen, auch tatsächlich in die Stadtgesellschaft integrieren. Und das wird ohne zusätzliche Maßnahmen und ohne zusätzliche Anstrengungen nicht funktionieren. Das Thema Finanzierung ist schon mehrfach angesprochen worden. Ich kann mich den Ausführungen nur anschließen, dass die aktuelle Situation mangelhaft ist und wir eine deutliche Verbesserung der Zuschüsse von Land und Bund brauchen. Ich persönlich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der sächsischen Landtagsfraktion der SPD als auch mit den Mitgliedern der Staatsregierung über dieses Thema schon gesprochen und da eine sehr große Offenheit gehört, da mehr Mittel in die Hand zu nehmen.
Deswegen hätte ich tatsächlich heute die Bitte an die CDU-Fraktion, selbst auch nochmal mit ihren Kolleginnen und Kollegen Unland, Ulbich, Kupfer und allen anderen, die da zuständig sind, zu sprechen, damit wir es tatsächlich auf Landesebene schaffen, dass die Kommunen und Landkreise finanziell in dieser Frage entlastet werden und das Land noch mehr Geld zur Verfügung stellt als die 30 Millionen, die bisher beschlossen sind. Von der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag kann ich Ihnen versprechen, wird dort kein Gegenwind kommen. Abschließend möchte ich sagen, es ist schon mehrfach herausgestellt worden, die Situation, vor der wir stehen, ist eine Herausforderung für die Stadt Dresden. Aber wer glaubt, dass das eine Überforderung für die Stadt Dresden ist, der unterschätzt unsere Stadt. Vielen Dank. Als nächstes AfD-Fraktion, Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Zunächst erstmal vielen herzlichen Dank den Initiatoren beider Anträge. Zurück. Als ich vor einem halben Jahr im Sozialausschuss von weit über 500.000 zu erwarteten Flüchtlingen und Zuwanderern über das Asylrecht gesprochen habe, hat man mich ausgelacht. Man hat mir Populismus vorgeworfen, sogar Ärgeres. Als meine Fraktion vor wenigen Monaten auf die unzureichende Finanzierung des Dresdner Integrationskonzeptes hingewiesen hat, vor mittelfristigen Folgen wie Parallelgesellschaften oder der Fragmentierung der Gesellschaft gewarnt hat oder eine bessere und weitreichendere Integrationsanstrengung einforderte, um diesen zukünftigen Problemen beizukommen, da haben Sie uns völkisches Denken und unerträgliche Panikmache vorgeworfen. Sie haben die Augen verschlossen vor der Realität und dies als politische Handlungsfähigkeit hinzustellen versucht. Ihre Rhetorik hat sich in Floskeln wie Buntheit, Vielfalt oder Willkommen erschöpft. Einer sach- und lösungsorientierten Politik meiner Fraktion steht auf ihrer Seite eine intellektuelle Diskussion auf Kindergartenniveau gegenüber, zumindest in der Vergangenheit. Es wird geklatscht über ein Bob der Baumeister-Zitat der Bundeskanzlerin, wo nur noch das Jo gefehlt hat. Wer so die Probleme kleinzureden versucht, einzig noch Gut und Böse kennt und die eigentlichen Herausforderungen um das Thema Asyl, das aktueller ist denn je, aus wahltaktischen Manövern, ideologischen Gründen oder vielleicht auch dem intellektuellen Vermögen wegen einfach ignoriert, betätigt sich auch als geistiger Brandstifter. Wer den sachbezogenen Fragen, Befürchtungen, möglicherweise auch Ängsten der Bürger ausweicht, ihnen mit einer Alles-ist-gut-Rhetorik begegnet und so das berechtigte Bürgerinteresse nicht in den politischen Willensbildungsprozess einbindet, treibt diese Bürger unerträglichen rechtsextremen Gewalt und Straftätern zu. Und die Antwort darauf darf und kann nicht sein, geh da nicht hin, sondern sie muss lauten, wir nehmen sie ernst. Um wie viel weniger schlecht hätte die Berichterstattung über Dresden in den letzten Monaten ausfallen müssen, hätte die Oberbürgermeisterin vor einem Jahr in einem Brief an alle Dresdner Bürger auf die großen zukünftigen Herausforderungen hingewiesen und Mithilfe geworben, die zu erwartenden Probleme nicht kleingeredet, alles das ist nicht geschehen. Sie haben sich für den zweiten deutlich schlechteren Weg entschieden, beispielsweise Informationen zur Asylunterbringung in unmittelbarer Nachbarschaft mit nicht einmal 24-stündigen Vorlauf mittels Briefkastenzettel werfen. Jeder, der sachliche Kritik äußerte, wurde daraufhin in die Nähe von Rechtsextremisten gerückt, zumindest als Fremdenfeind verfemt. So oder nur deshalb wurde auch Vertrauen verspielt. Jetzt die Kastanien aus dem Feuer zu holen, ist eine Politik, eine fast unlösbare Aufgabe. Möglich ist das nur über bedingungslose Ehrlichkeit. Wir brauchen eine durchsichtige Kostentransparenz aller in Dresden anfallenden finanziellen Belastungen durch Asylbewerber und Menschen mit geklärten Aufenthaltstiteln. Wir brauchen endlich eine ausreichende kommunale Finanzierung durch Freistaat und Bund, um der derzeitigen Herausforderung begegnen zu können. Möglich wäre zum Beispiel eine Art Abschlagszahlung von Seiten des Landes, eine Vorfinanzierung aller Asylkosten mit anschließendem Kostenausgleich. Um das vielleicht auch ein kleines bisschen nochmal mit Zahlen zu untermauern, lesen wir heute in der Sächsischen Zeitung, in diesem Jahr plant die Stadt mit rund 31,5 Millionen Euro Kosten für die Unterbringung und bekommt nur 21 Millionen erstattet. Das sind 10 Millionen Unterfinanzierung.
Im kommenden Jahr rechnet die Verwaltung sogar mit 62 Millionen Euro Kosten für Asyl und bekäme nach derzeitiger Regelung knapp 40 Millionen Euro davon erstattet. Das wäre im Jahre 2016 eine Unterfinanzierung von 20 Millionen Euro. Und nun machen wir uns mal wirklich nichts vor. Am Geld kann es doch nicht liegen. Geld gibt's doch reichlich. Ihre Frau Nahles verspricht bis 2019 Milliarden. Milliarden, sie jongliert einfach Milliarden. Und Ihr Finanzbürgermeister, Ihr Finanzminister, der nickt einfach dazu. Sie regieren in Sachsen, Sie regieren im Bund. An den finanziellen Mitteln dürfte es nicht liegen und bei der Unterfinanzierung, wenn die weiterhin so fortgeschrieben wird. Herr Schmählich, da können Sie lange darauf warten, dass die Haushaltssperre aufgehoben wird. Denn das ist mit dem Grund dafür, dass wir dahingehend uns schützend vor Herrn Vorjan stellen müssen. Die heute in den verschiedenen Anträgen unterbreiteten Vorschläge sind ein guter Anfang, die wir gerne unterstützen, da sie in die richtige Richtung weisen. Aber sie könnten nur den Beginn und nicht den Endpunkt einer städtischen Handlungsfähigkeit markieren. Bei einer verantwortungsvollen Politik hätten diese Maßnahmen schon längst umgesetzt werden müssen. Vielen Dank. So, wird FDP nochmal das Wort gewünscht? Herr Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin wirklich sehr froh, dass es gelungen ist, bei beiden Anträgen im Ausschuss die Einstimmigkeit herzustellen, bei allen Differenzen, die es vielleicht auch zu dem einen oder anderen Punkt gibt. Mir besonders ist natürlich wichtig, dass es eine Einigkeit hier im Stadtrat gibt, was die Frage der Übernahme der Kosten für die Unterbringung von Asylbewerbern durch Freistaat und Bund betrifft. Das ist nicht bloß eine Aussage, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass wir gerade in diesen Tagen, gerade in dieser Woche und auch in der nächsten Woche nach Dresden zur Landesregierung schicken, zur Koalition schicken und dann auch nach Berlin und wahrscheinlich sogar zum geplanten europäischen Gipfel schicken, denn wir hier in den Kommunen überall, nicht bloß in Dresden, baden einfach die Versäumnisse in der deutschen und europäischen Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik aus. Wir haben das nicht verursacht, sondern wir müssen mit dem, was da kommt, umgehen. Wir wollen helfen und wir werden helfen und die Leistungsfähigkeit, Herr Drees von Dresden, ist ja aufgrund der Schuldenfreiheit sicherlich auch größer als die Leistungsfähigkeit von vielen, vielen anderen Kommunen. Aber irgendwann wird die Decke, wenn das so weitergeht, auch mal zu kurz sein. Und da halte ich es für das Mindeste und auch für ein Zeichen der Solidarität der großen Politik mit uns hier vor Ort, dass man uns dann wenigstens finanziell entlastet, finanziell so ausstattet, dass wir unsere Hausaufgaben hier vor Ort auch machen können, wollen, tun wir es. Wir strengen uns ja auch an, alle zusammen. Ich glaube, es ist ein großer Konsens auch hier im Rat. Aber irgendwann werden wir die Finanzdiskussion führen und dann werden wir Fragezeichen in den Gesichtern haben. Wer im Finanzausschuss war vor anderthalb Wochen, weiß ja noch, was Herr Vorjan vorgestellt hat, da haben wir damals neue Zahlen gekriegt, die gingen noch von 2.530 Personen für 2015 aus. Nur eine Woche später, kriegten wir die aktualisierten Zahlen der Landesdirektion, die in etwa doppelt so hoch sind. Das ist ein Problem, dem müssen wir in die Augen schauen und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Signal jetzt auch gemeinsam senden und ich würde mich sehr freuen, wenn andere Kommunen es genauso tun, dass es nämlich von der kommunalen Ebene überall dieses Zeichen an die Länder und auch an den Bund gibt. Der Zeitpunkt ist nahezu ideal. Gestern gab es ja das Treffen der Landesregierung mit den Landräten und den Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte. Am Wochenende, soweit ich weiß, tagt die schwarz-rote Koalition in Berlin. Und wenn die das hören, das Zeichen aus Dresden hören, ich glaube, das wird die nicht kalt lassen. Herr Drews hat ja gesagt, dass es auch bei der Landesregierung Bewegung gibt. Das ist sehr wichtig, weil, wie Sie alle wissen, darf der Bund die Kommunen ja nicht direkt fördern, sondern im Zweifel läuft es über den Freistaat. Und aus eigener Erfahrung, Herr Drews, kann ich Ihnen sagen, dass wenn der Bund etwas für die Kommunen gibt, der Freistaat ja ganz gern trotzdem noch mal ein bisschen was sich abzwackt. Das hatten wir ja bei dem Kita-Thema auch schon. Deswegen bitte ich Sie auch darauf zu achten, dass, wenn das Geld denn kommt, es auch zu 100% zu uns durchgereicht wird. Meine Damen und Herren, ich will zur Asylpolitik sonst gar nichts sagen. Ich glaube, das Staatsversagen, was wir gerade auf Bundesebene erleben, ist einzigartig. Ich hätte es nicht für denkbar gehalten. Auch in Sachsen können wir nicht zufrieden sein.
Und glauben Sie mir eins, wenn Europa eine Idee mit Zukunft sein will, dann muss man diese Herausforderung lösen. Das ist ein echter Prüfstein. Das ist viel mehr als Griechenland. Hier geht es um zivilisatorische, um gesellschaftliche Fragen, die man nicht einfach nur mit Geld klären muss. Wenn man das nicht in den Griff kriegt, und zwar ganz, ganz schnell, weil die Probleme ja jeden Tag größer werden, dann mache ich mir allergrößte Sorgen um die Zukunft der europäischen Idee, auch um die Zukunft der Europäischen Union. Das will ich ganz klar sagen. Ich möchte trotzdem auch als FDP sagen, dass wir gerne bereit sind, Herr Schmelich, wir haben ja gerade draußen nochmal gesprochen, auch hier das einheitliche Votum zum einheitlichen Votum zu verhelfen. Deswegen würden wir von uns aus auf den von Jens Genschmar vorgetragenen Punkt 7 verzichten, weil wir auch davon ausgehen, dass das wahrscheinlich Konsens ist, dass wir nicht einzelne Stadtteile in Dresden stärker belasten als andere. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn Sie in dem Punkt 6 eine kleine Einschiebung noch machen, denn es kann, glaube ich, ist zu wenig, wenn man eine einzige zentrale Bürgerversammlung in Dresden macht. Was wir gerne hätten, ist halt, wenn man jeweils eine zentrale Bürgerversammlung in den betroffenen Ortsamtsbereichen und Ortschaften macht. Ich glaube, das ist auch wichtig, um unsere Bürger zu informieren. Glauben Sie mir eins, wenn die Politik denkt, die Bürger für dumm verkaufen zu können, dann geht das schief. Die Leute haben alle einen eigenen Kopf und die wissen auch, welche Probleme das macht. Und die allermeisten Dresdnerinnen und Dresdner sind bereit, auch zu helfen. Sie wollen aber verstanden werden und sie wollen, dass man Klartext spricht und die Probleme auch anspricht. Das verträgt unsere Gesellschaft, das verträgt Dresden, das verträgt auch Sachsen. Und deswegen ist das vielleicht ein Schritt, wenn wir auch selbst mehr zur Information, wahrheitsgemäße Information mit allen Chancen, aber eben auch mit der Information über Risiken und Nebenwirkungen führen, dann haben wir noch eine viel größere Unterstützung auch in dieser Frage. Vielen Dank. So, wird CDU-Fraktion noch mal das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann gibt es weitere Redewünsche. Herr Schmelich und dann Herr Bauer. Ich möchte feststellen, dass wir in der Zwischenzeit im Grunde genommen uns, das ist jetzt mit allen besprochen, geeinigt haben quasi und deshalb den nunmehr neuen Ergänzungsantrag, der jetzt zu dem interfraktionellen Ersatzungsantrag da wäre, die Formulierung in dem Punkt 6 wäre, nach zentrale Bürgerversammlung wäre die Formulierung, das ist mit sozusagen auch dem Antragsteller, in dem Fall der FDP, so besprochen, und weiteren Veranstaltungen in den betroffenen Ortsteilen ergänzen. Und damit wären wir uns sozusagen an der Stelle einig und es wäre kein weiterer Änderungsantrag mehr im Raume. Das wäre der Lösungsvorschlag. Danke. Herr Bauer, entschuldigen Sie, dass, da wir beide Punkte gemeinschaftlich behandeln, stand es auf der anderen Liste drauf. Keine böse Absicht gewesen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Damen und Herren Stadträte und meine lieben Vorredner auf der linken Seite, ich habe da sehr genau zugehört, was Sie hier gesagt haben. Und nur weil Sie hier Ihre Augen ganz fest verschließen, bedeutet das ja nicht, dass es diese Probleme, die hier entstehen aus der Asylflut, dass die aus der Welt sind. Und Sie müssen mir mal erklären, das hatte ich den Herrn Laumann vor einer ganzen Weile schon mal am Rande einer Veranstaltung gefragt, wofür Sie das Ende der Fahnenstange ist. Und die Frage konnte mir der Herr Naumann nicht beantworten und die Frage kann mir wahrscheinlich niemand von Ihnen beantworten. Sie kennen die Zahlen, wir haben vorletztes Jahr 100.000 Asylbewerber aufgenommen, wir haben letztes Jahr 200.000 Asylbewerber aufgenommen, dieses Jahr sind wir bei 800.000 bis 1 Million, nächstes Jahr, Fragezeichen, wissen wir nicht. Und Sie müssen mir mal erklären, wie belastbar unsere Gesellschaft ist und wann für Sie als Gutmenschen, die das sich wünschen, die das möchten, die da ein Interesse daran haben, diese Leute aufzunehmen, aber auch Ihnen muss doch klar sein, dass das Ganze mit finanziellen, mit sozialen und mit gesellschaftlichen Problemen verbunden ist, die von den Menschen hier im Land als Bedrohung empfunden werden. Deswegen gehen die Menschen in Scharen auf die Straße und sie ignorieren das einfach. Sie betreiben hier eine Realitätsverweigerung, wo man nur noch mit dem Kopf schütteln kann und sich fragt, man sitzt ja mit Leuten im Raum, die offenbar in ihrer eigenen, ganz anderen Welt leben und mit dem normalen Bürger auf der Straße sich irgendwie kilometerweit voneinander entfernt haben. Und das finde ich höchst bedenklich, was hier auf der linken Seite teilweise abgesondert wird in den Reden. Das ist bei mir
sorgt bei mir nur noch für Kopfschütteln. Und insofern finde ich es zumindest angenehm und wohltuend, wenn dann ein Herr Sastrow wenigstens richtigerweise von dem Staatsversagen redet. Das sehe ich ganz genauso, dass er zumindest, oder auch in dem Antrag, der von der FDP zum Tagesordnungspunkt 21 gestellt wurde, richtigerweise formuliert wurde, dass unsere Kommunen mit handfesten Problemen aufgrund der gegenwärtigen Asyl- und Flüchtlingspolitik zu kämpfen haben. Das muss man leider betonen, dass das mutig ist, weil es heute eben keine Selbstverständlichkeit darstellt, Selbstverständlichkeiten noch auszusprechen. Und natürlich unterscheiden sich die Ansichten zwischen NPD und FDP zu Fragen der Zuwanderung ganz gewaltig. Auf jeden Fall ist es trotzdem wichtig, die Probleme auf den Punkt zu benennen. Und dieses Problem ist eben dieses Staatsversagen, das Problem ist eben unsere eigene Regierung mit ihrer katastrophalen Asylpolitik, für die wir mittlerweile zu Recht von anderen Staaten hier in der Europäischen Union kritisiert werden, massiv kritisiert werden. Und wir als Kommune haben einfach das Problem, dass wir das letzte Glied in der Kette sind. Wir haben den schwarzen Peter bekommen und wir sind jetzt diejenigen, die den Kopf dafür hinhalten müssen, für die Fehler, die anderswo gemacht werden. Denn würde der Bund die Anreize für Flüchtlinge, nach Deutschland zu kommen, abschaffen, dann würde das Land Sachsen endlich seiner Pflicht nachkommen und die Leute, die Asylbewerber, die abgelehnt wurden, auch konsequent abzuschieben, dann hätten wir diese Probleme, die wir jetzt haben hier als Stadt, dann gäbe es die überhaupt nicht. Und darum ist es absolut richtig und deswegen stimmen wir dem Antrag auch zu, dass die Übernahme der Kosten vom Verursacher einzufordern ist, in dem Fall das Land, und weisen natürlich trotzdem darauf hin, dass die Auswirkungen der Asylflut der finanziellen Art natürlich ein Aspekt sind. Es gibt ganz gewaltige gesellschaftliche Folgen, es gibt soziale Folgen und eine Besserung ist momentan überhaupt nicht in Sicht. Und ich möchte auch zudem, das ist der Pferdefuß des Antrages, zudem natürlich darauf hinweisen, dass es zwar eine Entlastung für uns als Stadt ist, wenn wir beim Bund und beim Land vielleicht einfordern, die Kosten zu übernehmen, aber uns muss natürlich klar sein, wer definitiv nicht entlastet wird, das ist der deutsche Steuerzahler. Denn es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob der Bund die Kosten übernimmt, ob das Land die Kosten übernimmt oder ob es die Stadt bezahlt. Es ist so oder so deutsches Steuergeld, das hin und her geschoben wird, liebe Stadträte. Und das kann man in dem Fall auch ganz wörtlich nehmen, dass der deutsche Steuerzahler bluten muss. Sie wissen alle, der deutsche Staat ist mit über 2 Billionen Euro verschuldet. Und das heißt, dass wir uns hier als Stadt, als Sozialamt der Welt aufspielen und allein in diesem Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag für die Umsorgung der Asylbewerber ausgeben. Damit versündigen wir uns nicht nur am Steuerzahler, sondern wir gehen ja großzügigerweise, machen wir das alles auf Pump. Und das heißt, dieser Wahnsinn, der hier stattfindet, wird noch von den nachfolgenden Generationen, von denen, die nach uns kommen, abbezahlt werden müssen. Die müssen das dann abstottern, was wir hier für einen Unsinn verzapfen. Wir haben auf der anderen Seite das Problem, dass sich Dresden unter Umständen kein Sozialticket für läppische 700.000 Euro leisten kann. Und wir hatten es in den vergangenen Monaten immer wieder die Diskussion, dass der Herr Seidel angesprochen hatte, dass 11 Millionen Euro fehlen für Investitionen in Kindergärten und Schulen. Auf der anderen Seite, das hat eine Anfrage von mir kürzlich ergeben, geben wir 32 Millionen Euro für die Umsorgung von Asylbewerbern aus. Und auch wenn wir davon einen Teil zurückbekommen, sind es immer noch mindestens 10 Millionen, auf die die Stadt sitzen bleibt. Und ich wette, meine Anfrage hat ergeben, aktuell sind es 32 Millionen, ich wette, dass es bis Jahresende noch 40 Millionen werden. Wir werden garantiert noch auf diese 40 Millionen Euro kommen, die wir dieses Jahr ja ausgeben müssen. Und auch wenn ein gewisser Betrag vom Freistaat übernommen wird, es ist dem Bürger nicht mehr vermittelbar. Und darum gibt es aus meiner Sicht und aus Sicht der NPD nur ein einziges Mittel, das wirklich hilft, nämlich die Weigerung zur Aufnahme von weiteren Flüchtlingen durch die Stadt Dresden. Denn nur wenn sich alle Kommunen, die hier die Leidtragenden sind, endlich einmal zur Wehr setzen, wird sich an der Asylpolitik der Bundesregierung etwas ändern. Vorher wird sich ja gar nichts ändern. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Avelarius. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte nochmal auf die Eingangsrede von Ihnen, Herr Hilbert, zurückkommen. Da haben Sie gesprochen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen von einer humanitären Selbstverständlichkeit für unsere Stadt und einer historischen Verantwortung, die wir zu tragen haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Worte, weil genau diese Situation haben wir. Wir haben eine
Herausforderung von historischer Dimension. Die einzigen, die es noch nicht begriffen haben, offenbar, sind die beiden braunen Herren, die da hinten sitzen. Sie haben es nicht begriffen. Die Welt hat sich nun mal geändert, rasant geändert, und sie wird sich auch weiter ändern. Wir sehen uns Herausforderungen gegenüber, mit denen wir vor kurzem nicht rechnen konnten. Und wir werden daran gemessen werden, wie wir diesen Herausforderungen begegnen. Dazu gehört zum einen, dass wir nicht leichtfertig Standards aufgeben, die wir uns mühsam erarbeitet haben. Man soll nicht leichtfertig Unterbringungsbelegungszahlen erhöhen. Aber Verantwortung wahrnehmen heißt manchmal eben auch, dass man zwischen mehreren unbefriedigenden Lösungen, die sich entscheiden muss, die am wenigsten unbefriedigende Lösung wählen muss. Auch das ist Verantwortungsgefühl, und dieser Verantwortung können wir alle nun gerecht werden, nachdem wir eine wirklich breite Basis in diesem Stadtrat gefunden haben. Und es ist auch recht richtig, da komme ich jetzt auf Sie, Herr Zastro, und auf Sie, Herr Genschmar, zurück, dass man mit den Menschen mehr reden muss. Ich möchte in Erinnerung rufen die beeindruckende Situation, in der Helmer Orsch sich an Weihnachten, kurz vor Weihnachten, für die gesamte Verwaltung entschuldigt hat und erklärt hat, dass die Verwaltung ihre Öffentlichkeitsarbeit, ihre Kommunikation gegenüber den Bürgern ändern werde. Dieses Versprechen hat die Verwaltung weitgehend eingehalten. Es gibt immer wieder Dinge, da weiß man es nachher besser, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber wir können nicht in Abrede stellen, dass dieses mit den Bürgern reden von der Dresdner Verwaltung in den letzten Monaten wesentlich intensiver gehandhabt wurde. Und so wie wir uns gerade geeinigt haben im Zusammenhang mit dem Punkt 7 oder Punkt 6, ist es ja auch eine gute Lösung. Wir informieren zentral und wir informieren dezentral, und jeder von uns sollte auch schauen, ob es nicht Gelegenheiten gibt, sich Diskussionen zu stellen. Man braucht dafür gar keine förmlichen Veranstaltungen. Es gibt viele, viele Gelegenheiten, in der man Dinge ansprechen kann bzw. Fragen beantworten kann. Mit den Bürgern zu reden heißt nicht, ihnen nach dem Mund zu reden. Mit den Bürgern zu reden heißt manchmal auch, ihnen energisch widersprechen bzw. Irrtümer aufklären oder Dinge gerade rücken, die sie sagen. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, die dem unsäglichen NPD-Antrag aufgeworfen wurde, was die Intensivtäter angeht. Dazu gehört, dass man zum Beispiel erklären kann, dass das Innenministerium einen zweistufigen Intensivtäterbegriff hat. Der erste ist rein quantitativ. Da werden auch Bagatelldelikte erfasst, und zwar zum überwiegenden Teil. Und interessant ist eigentlich die Zahl, die man mit dem qualitativen Intensivtäterbegriff umfasst. Und das sind tatsächlich einzelne Schwerkriminelle, die sich natürlich auch strafrechtlich verantworten müssen. Das ist völliger Blödsinn mit dem Stillstand der Rechtspflege, was da erzählt wurde. Das sind die Menschen, vor denen man Angst hat, und diesen Ängsten kann man begegnen, indem man sagt, erstens, die Strafverfolgung funktioniert, und zweitens, die Anzahl dieser Straftäter ist zum Glück im Verhältnis sehr gering. Wenn man mit den Bürgern redet, dann sollte man, jetzt komme ich zum Schluss, auch nicht verschweigen, wer eigentlich unser freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen gefährdet. Wer die Menschen so aufhetzt, dass sie Polizisten mit Flaschen und Steinen bewerfen. Wer die Polizei in Situationen bringt, in der sie der Lage nicht mehr Herr sind, weil sie nur noch andere schützen müssen und sich um ihre Eigensicherung kümmern müssen. Das sind die Gesinnungsgenossen von Herrn Krien und Herrn Bauer, die das Gewaltmonopol des Staates anzweifeln. Es sind nicht die Asylsuchenden, die das Gewaltmonopol des Staates anzweifeln.
Die kommen gerade aus Ländern, in denen es kein Gewaltmonopol des Staates mehr gibt, und die flüchten deswegen hierher. Es ist abstoßend. Es ist abstoßend und widerlich, mit welcher Mischung aus Zynismus und Ignoranz wir hier lesen müssen, dass Menschen, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, für Straftaten Einzelner, die man nicht verharmlosen soll und die man auch verfolgen muss, leiden sollen. Wenn hier steht, dass man die Menschen so schlecht wie möglich unterbringen muss, dann kann man nur sagen, wer so etwas schreibt, der soll sich schämen. Genau. Und von daher kann ich noch mal sagen, es gibt offenbar nur zwei in diesem Raum hier, die in einer völlig anderen Welt leben. Die anderen sind jetzt auf einem guten Weg und dafür möchte ich allen danken. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann steigen wir in die Abstimmung ein. Wir haben zunächst den Tagesordnungspunkt 21. Hier gibt es keine Änderungsanträge. Wir stimmen ab über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, bitte ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Nein. 50 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, 9 Enthaltungen damit angenommen. Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 22. Hier haben wir zunächst einen Ersetzungsantrag, über den ich zunächst abstimmen lassen werde. Wer dem Ersetzungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwiegende Mehrheit. Insoweit wäre der Änderungsantrag oder Ersetzungsantrag abgelehnt. Und dann haben wir einen Änderungsantrag im Punkt 6 eingebracht, FDP, dann geeinigt mit anderen. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das ist die überwiegende Mehrheit, wäre damit eingefügt und wir stimmen über die so leicht modifizierten Ausschussbericht ab. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ich muss ein bisschen üben. 29. Hast du einen Haufen Zettel aus? Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei 2 Gegenstimmen, keiner Enthaltung und 61 Ja-Stimmen wäre auch diesem so stattgegeben. Und wir hätten damit die Tagesordnung für heute geschafft. Darf ich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen einen schönen Abend und guten Nachhauseweg wünschen.